Beim Mixen kommt es ja vor allem auf das Hören an. Wir wollen gut hören, wir wollen gut einschätzen können, wie sich unser Mix verhält, ob alle Instrumente zu hören sind, der Bass zu laut, zu leise ist, das Schlagzeug passend im Mix sitzt, ob der Gesang gut zu verstehen ist. Und dafür sitzen wir natürlich genau hier im Sweet Spot vor unseren Boxen und lassen es uns so richtig gut gehen. Es gibt natürlich noch weitere Abhörmethoden, Abhörstrategien. Die wichtigste kennt wohl jeder von uns. Den Mix einfach exportieren, auf den Stick packen, ab ins Auto und erstmal überraschen lassen, wie der Mix da wohl klingt. Das sind zwei Abhörstrategien, einmal im Studio, einmal im Auto, die jeder kennt. Aber ich stelle dir heute mal drei weitere Abhörstrategien vor, die ich in jedem Mix benutze. Und welche das sind, das schauen wir uns gleich mal an. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Abhörkalender. Mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog Adventskalender 2020 meiner kleinen Reihe, in der ich dich jetzt jeden Tag im Dezember bis zum Weihnachtsfest mit einem kleinen Video und einem kleinen Tipp aus meiner kleinen Studiowelt, jetzt habe ich schon dreimal klein gesagt, aus meiner Studiowelt begleiten möchte und das Ganze auch noch gespickt und gewürzt mit einem wunderbaren Gewinnspiel. Falls du dich dafür interessierst, was es damit auf sich hat, kann ich dir dieses Video mal empfehlen. Da wird nämlich genau erklärt, worum es geht und vor allem, was man gewinnen kann. Nur so viel am Rande, jeder Kommentar unter dem Video nimmt auf jeden Fall am Gewinnspiel teil. Es lohnt sich also dabei mitzumachen. Heute sprechen wir über Abhörstrategien. Zwei Abhörstrategien kennt ja jeder. Einmal im Sweet Spot hier zwischen den beiden Boxen, da wo man am besten hören kann, und mit dem Stick im Auto, wo man überprüfen kann, wie sich denn der Mix im Auto, also in der bekannten Umgebung des Autos, schlägt. Ich habe aber noch drei weitere Abhörstrategien, die ich nahezu in jedem Mix benutze, und welche das sind, die möchte ich dir heute mal verraten. Die erste ist, dass ich mal bei mir die Boxen so richtig ganz leise drehe. Nimm mal deinen Lieblingssong, den du aktuell auf der Playlist drauf hast, schmeiß den mal auf den Riemen und dann dreh mal deine Abhöre ganz, ganz leise, sodass du gerade noch hören kannst, dass der Song läuft. Und dann achte mal drauf, was du wirklich noch bemerkst. Was bleibt dann übrig vom Song? Oft ist das die Stimme, oft ist das vielleicht die Snare als Beat und oft ist das vielleicht noch ein kleines Element aus dem Song, ein charakteristisches Element. Die drei Sachen bleiben oft nur übrig. Kein Bass, keine ausgefuchsten Delay- oder Hall-Geschichten oder sonst was irgendwie. Drei wichtige Elemente bleiben in der Regel übrig. Und dann nimm mal deinen eigenen Song und dreh den auch mal runter und guck mal im Mix, was dann übrig bleibt. Und wenn du dann sicher sein kannst, dass auch drei wichtige Elemente bei dir übrig bleiben und auch gut zu hören sind, dass die Stimme nicht zu laut ist im Vergleich zu den anderen zwei Kandidaten, die dann noch übrig bleiben, dass deine Hook gut zu hören ist oder ein charakteristisches Element und vor allem, dass der Beat irgendwie rüberkommt, ob es dann eine Hi-Hat ist oder eine Snare ist das meistens irgendwie, aber dass das übrig bleibt, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass der Mix sich dann auch so ganz gut transportiert. Also ich höre immer ganz, ganz leise und gucke, ob dann auch die Balance so einigermaßen stimmt, da brauche ich mich nicht auf Bass- oder Hallräume konzentrieren, da bleibt nur das übrig, was wichtig ist und dann kannst du sicher sein, dass auch bei einem leise gedrehten Radio dein Mix gut rüberkommt und sofort wiedererkannt werden kann. Zweite Abhörstrategie ist vielleicht bekannt, abhören über einen Crap-Speaker. Crap ist Englisch und heißt so viel wie Mist oder auch Schiete. Scheiße soll man nicht sagen, hat mein Opa gesagt. Was du in den Mund nimmst, das nehme ich noch nicht mal auf die Schippe, hat er damals gesagt. Also ein Schiet-Speaker, ein Mist-Speaker und das ist bei mir zum Beispiel der Auraton davon. Ich habe sogar nur einen davon, das heißt bei mir ist der Mix, der Schiet-Speaker, der Mist-Speaker ist sogar nur ein Mono-Speaker und über einen schlechten Speaker seinen Mix abzuhören, kann wehtun, aber wenn der Song da funktioniert im Mix, dann funktioniert er nahezu überall. Ich habe mal den Tipp gehört, dass man sich bei einem großen Versandhändler einfach mal die Bewertungen durchgucken soll und dass man sich einfach mal das billigste PC-Speaker-Set kaufen soll, das aber die meisten guten Bewertungen hat, also das oder zumindest am häufigsten gekauft worden ist. Denn dann kann man ziemlich sicher sein, diese Abhöre steht in ganz vielen anderen Zimmern auch. Wenn es auf dem gut klingt, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass es überall anders auch gut klingt. Also über einen Schrottspeaker abhören und da sicherstellen, dass auch da kein Instrument heraussticht und dass jetzt nichts irgendwie unter- oder überrepräsentiert ist. Was auf schlechten Speakern gut klingt, kann auf guten Speakern nicht schlecht klingen. So viel ist auf jeden Fall sicher. Dritte Abhörstrategie. Ich weiß nicht, ob die so bekannt ist, aber ich mache es auf jeden Fall auch in jedem Mix. Ich mache einfach die Tür zum Studio auf und gehe einfach mal raus aus dem Studio, während mein Song läuft. Das heißt, ich mache den Song an auf eine normale Lautstärke und dann gehe ich mal raus, weil dann ist nichts mehr mit Sweet Spot, mit tollen Höhen, mit tollem Stereobild und so weiter und so fort. Im Flur bleiben nur die wichtigen Sachen übrig und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, denn wenn du im Flur stehst und feststellst, dass deine Gitarre zu laut ist oder dass der Gesang vielleicht im Vergleich nicht zu hören ist oder so, dann weißt du auf jeden Fall, was zu korrigieren ist. Nimm dir einen Stift mit, nimm dir einen Zettel mit und schreib im Flur einfach mal mit auf, was dir so auffällt und dann hast du auf jeden Fall eine Liste, was du noch korrigieren musst im Mix, was dir hier vielleicht gar nicht aufgefallen wäre, weil du dich schon so an deinen Mix gewöhnt
gewöhnt hast. Also Perspektivwechsel ist auf jeden Fall die wichtigste Abhörstrategie. Sei es entweder ganz leise zu hören, draußen zu hören, im Auto zu hören oder über einen Schrottspeaker. Es gibt verschiedenste Abhörstrategien. Aber vielleicht hast du ja auch eine Abhörstrategie. Irgendwas, was du immer machst, um sicherzustellen, wenn das funktioniert, dann funktioniert der Mix nahezu überall. Wenn du magst, schreib's doch mal unten in die Kommentare und vielleicht können wir anderen ja dann auch noch einen kleinen Tipp mitnehmen, der vielleicht auch dafür sorgt, dass wir unseren nächsten Mix demnächst auch noch ein bisschen besser beurteilen können. Und da ja sowieso jeder Kommentar am Gewinnspiel teilnimmt, lohnt es sich sowieso, was unten reinzuschreiben. Also, ich freue mich auf deine Kommentare, auf deine Ideen, wie du deine Musik abhörst und wir sehen uns dann, wenn du magst, morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog-Adventskalender wieder und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!